Das war die mit Abstand bislang beste Folge. Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben da draußen. Ich bin's, euer Giga Grievy von Star Wars History. Herzlich willkommen zum nächsten Spoiler-Review. Ja, kleine Spoiler-Warnung. Wir quatschen über die aktuellste Folge The Bad Batch. Und ich bin frisch von der Arbeit nach Hause gekommen. Es war richtig heiß heute. Ich habe geduscht, ich habe was gegessen. Jetzt sitze ich hier in einem weißen T-Shirt. Das müsst ihr jetzt so ertragen. Ich sehe ein bisschen zerzauselt aus, aber ich wollte unbedingt diese neue Folge sehen und ich will sofort das Review machen, denn holy moly, war das gut. Wir sind immer noch auf Bracca, der Schrottplanet, auf dem ganz, ganz viele alte Akklamator, aber auch Venator-Klassen der Republik beheimatet sind. Und die Bad Batch möchte ihn noch ein bisschen ausschlachten. Auch wenn sie wissen, Rex hat es uns eigentlich nicht empfohlen. Und natürlich, es kommt, wie es kommen musste. Crosshair taucht auf. Beziehungsweise das Imperium. Und natürlich muss Crosshair auch mit dabei sein. Es gibt sozusagen ein kleines Wiedersehen. Und unsere Bad Batch muss irgendwie schnell abhauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die gesamten Actionsequenzen, die gesamte Flucht der Bad Batch war so gut abgestimmt vom Timing her. Also Timing im Sinne von, im Englischen sagt man Pacing, also die Geschwindigkeit, die Erzählgeschwindigkeit, die hat für mich zu jeder Sekunde gesessen. Es war keine sehr lange Folge, wir reden ja hier von einer klassischen Animationsserie wie bei The Clone Wars und Rebels, das heißt 20 Minuten sind so die Norm, aber in diesem Falle fand ich nicht, dass es zu langatmig war oder zu kurzatmig, im Gegenteil, es hat genau gepasst und sämtliche Actionsequenzen fühlten sich sehr real an, im Sinne von, genauso würde ich in einem Tagtraum, wenn ich über Star Wars Kurzgeschichten in meinem Kopf nachdenke, so würde ich es mir ausmalen, so würde es passieren. Und was dazu natürlich ganz besonders beigetragen hat, und das ist wahrscheinlich eine sehr persönliche Note, das sind die Geräusche. Die Geräuschkulisse, das Soundediting war in dieser Folge nochmal ganz besonders. Vielleicht liegt es auch daran, dass sehr viele coole klassische Klänge mitzuhören waren, zum Beispiel die V-Flügler über Kamino, die natürlich immer mehr wie die TIE-Jäger klingen, dann das republikanische Shuttle, das ja in The Clone Wars zum ersten Mal gezeigt worden ist, da kam dann auch das Schussfeuer dieser Kanonenboote mit dazu, dann hatten wir die Kanonen der Venator, des Venator-Kreuzers, diese alten rostigen, die machen. Das klingt einfach unfassbar schön und dann sieht diese Serie ja nach wie vor unfassbar gut aus. Das haben wir spätestens gesehen bei dem Ionenantrieb und ich springe so ein bisschen hin und her, ihr merkt das, weil es keine einzelnen wirklichen Szenen gab, sondern es wirkte alles wie ein in sich geschlossenes Ding. So. Es war nicht, hallo, hier sind wir reisen heute da und dahin, jetzt kommt das und das Problem, jetzt lösen wir das, jetzt sind wir in der Szene, wo wir uns alle freuen und unsere Belohnung bekommen oder so. So war es diesmal nicht, sondern alles war eigentlich diese Flucht vor dem Imperium bzw. vor Crosshair. Und Crosshair bekommt hier sehr viele gute Szenen. Vor allem ist es interessant, was sie mit ihm machen, denn er bekommt einmal auf die Mütze, da knallt er mit dem Kopf gegen den Boden. Und dann bekommt er noch den Ionenantrieb ab. Und man hat so das kleine Gefühl, dass durch all diese kleinen Dinge, die ihm da passieren, vielleicht auch der Inhibitor-Chip langsam aber sicher defekt werden könnte. Es gab noch kein offizielles Andeuten oder sowas, aber man könnte ja auf die Idee kommen, weil bei Wrecker war es ja so ähnlich. Bin da sehr gespannt, was sie mit ihm machen. Dann kamen auch die Bad Batch wieder sehr gut weg. Jeder hatte seinen Moment, in dem sein Können sehr entscheidend war. Das mag ich, dass sie das wirklich von Anfang bis Ende so durcherzählen, dass man wirklich merkt, okay, das Team funktioniert auch nur als Team. Und jedes Mitglied hat auch wieder schöne Szenen bekommen. Wrecker natürlich auch wieder sehr lustige Szenen mit dabei. Den muss man einfach lieben, den Kerl. Und dann kam etwas, was mich hat absolut sprachlos werden lassen. Man kann von Fanservice halten, was man möchte. Und sicherlich geht das schon eher mit in die Richtung Fanservice. Aber zum einen haben wir jetzt herausgefunden, dass die Kaminoaner es sind, die Kopfgeldjäger nach Omega suchen lassen. Und zum zweiten wissen wir jetzt, welcher Kopfgeldjäger auch auf der Suche nach Omega war und sie jetzt tatsächlich auch eingetütet hat. Cad Bane. Alter! Die Clone Wars Fans werden alle da gesessen haben. It's so beautiful!
Also Cad Bane ist ein Fanliebling, kann man sagen. Auch in The Clone Wars groß geworden. Dave Filoni hat da wieder mal einen Charakter eingepflanzt. Ich weiß nicht genau, wer Cad Bane letzten Endes erfunden hat. Vielleicht machen wir dazu mal ein kleines Video, die Entwicklung und Entstehung von Cad Bane als Charakter. Und Todo, sein kleiner Droidenfreund, ist auch mit am Start. Und es gibt diesen epischen Western Showdown mit Hunter. Da kommt so, glaube ich, High Noon-Musik so ein bisschen und Cad Bane gewinnt tatsächlich. Und das zeigt, wie gefährlich er ist. Er hat vorher diese ganze Legion auseinandergenommen an Klonkriegern und da hatte ich mich auch schon gefragt, wer könnte das jetzt gewesen sein? Wer ist da jetzt? Aber mit Cad Bane habe ich wirklich nicht gerechnet, da bin ich ganz ehrlich und das hat mich echt von den Socken gehauen. Dann kommt aber gleich noch die nächste Szene und das war dann der Punkt, an dem ich dachte, okay, das ist jetzt wirklich die perfekte, also nicht die vielleicht, ja doch, es ist eine perfekte Folge gewesen für mich, 10 von 10, wenn man so will, und auch bislang die beste. Das war, als Hunter wieder zu sich kommt, Wrecker ihn anschaut und fragt, wo ist Omega, und sein HUD blinkt auf in seinem Helm und das ist das originale, also ich glaube, das ist fast 1:1 das Ding aus Republic Commando, dem Videospiel. Und dass sie wirklich so viel Liebe übrig haben für Klonkrieger und auch für diesen alten Kanon, sage ich mal, für diese Videospiele auch, dass sie genau das 1:1 zu übernehmen und hier einflechten und dann auch noch für so eine Szene, also auch das jetzt so einzusetzen, das war auch ein super Moment dafür. Fabelhaft, ganz großes Kino. Und da fällt mir ein Detail ein, was ich schon lange mal erzählen wollte. In The Bad Batch wurden nämlich auch Original Sounds aus Republic Commando mit eingesetzt. Zum Beispiel, wenn die Klonkrieger vom Imperium über das Comlink sprechen, dann hört ihr manchmal so ein Gebrabbel, so. Das ist exakt aus Republic Commando so rausgenommen. Der Sounddesigner hat auf Twitter selber genau das bestätigt, dass er so kleine Easter Eggs praktisch eingebaut hat. Also der ein oder andere Sound kommt aus Republic Commando. Also ihr seht, ich bin hin und weg. Ich habe mich sofort in diese Folge verliebt. Ich freue mich schon, sie nochmal anzuschauen. Ich nehme das Review direkt danach auf, deswegen ist der Hype noch so richtig spürbar bei mir. Ich weiß auch nicht, ob ich alle Bilder schon rausgefischt habe dafür, aber wie hat sie euch gefallen, die Folge? Seid ihr auch so komplett geflasht wie ich? Oder sagt ihr, war gut, aber jetzt nicht so übertrieben krass gut? Findet ihr das mit Cad Bane cool? Findet ihr, das ist zu viel Fanservice? Wen habt ihr vielleicht erwartet? Habt ihr was ganz anderes gedacht? Das würde mich mal interessieren, weil ich hatte keine Ahnung. Und ihr? Schreibt es in die Kommentare, lasst gerne positive Bewertungen da und abonniert gerne den Kanal. Das hilft ungemein, damit der Kanal wächst, von YouTube auch ein bisschen gefördert wird. Das wäre ganz sweet. Und dann sehen wir uns natürlich auch beim nächsten Video und auch beim nächsten Review wieder. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Abend, Tag, Morgen, je nachdem, wann ihr das Video seht. Möge die Macht mit euch sein und bis dahin, euer GigaGreevy von Star Wars History. Ciao, ciao.